Hallo meine Schwestern und Brüder, ich grüße euch. Schaut euch mal diesen Arm an. Genau. Also, ich gehe ja gerne joggen im Wald und trainieren. Und da ist es halt so, dass da momentan anscheinend die Mückensaison ausgebrochen ist, ne? Und die sich dann hier am Buffet bedienen, ne? Und du siehst jetzt hier extremst, wie die hier zustechen, diese Mistviecher. Aber gut, die müssen auch was essen, ne? Die haben auch Hunger, die Mücken. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kann ich jetzt diesen Juckreiz in den Griff bekommen? Und da hat mich ein guter Freund auf eine Lösung gebracht, ja. Und zwar ist das eine Art Gerät, was dafür sorgt, dass quasi diese Juckreiz-Symptome verschwinden durch Anwendung von gezielter Hitze an dieser Stelle. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das Ganze mal aus und berichte euch mal darüber. Also als erstes schaut ihr, dass ihr erstmal, wenn ihr das neu kauft, alles desinfiziert, ja? Da müsst ihr mal drauf schauen. Das ist nämlich eine Keramikplatte, ja, wo quasi diese Hitze fokussiert, wie ihr das hier seht, ne? Schaut, dass ihr das hier schön desinfiziert und sauber macht, ne? Ihr wisst ja nie, was vorher da dran war und da müsst ihr schauen, dass das alles sauber ist. So, die Anwendung ist ziemlich einfach mit dem Gerät. Ihr habt hier zwei Modusse, 3 Sekunden, 5 Sekunden, ja. Es gibt auch andere Hersteller. Ich werde euch dann da was verlinken später unten im Link. Und dann könnt ihr das quasi anwenden. Jetzt in diesem Fall seht ihr ja jetzt hier, ne? Ich habe jetzt diese Stelle, nehme ich jetzt mal, ja. Und ihr haltet das dann da dran an diese Stelle, drückt drauf und dann 3 Sekunden. So, dann kommt dieser grüne Pfeil, ne, und sagt euch dann, oder der grüne Punkt, ne, und sagt euch dann, die Anwendung ist beendet. Ihr seht jetzt an dieser Stelle, dass quasi die fokussierte Hitze angesetzt hat. Bedeutet, die Zellen werden getötet. In meinem Fall lang sogar 3 Sekunden. Also der Juckreiz lässt wirklich dann nach der Zeit nach. Das heißt, dieses elende Kratzen, was hier da, das Bedürfnis nach dem elenden Kratzen verschwindet. Wichtig ist, dass ihr es gezielt anwendet an den Punkten. Und genau, es gibt zwei Modi, ne? Die 3 Sekunden, die 5 Sekunden. Es ist schon genügend, die 3 Sekunden jetzt in meinem Fall anzuwenden. Das Ganze ist nicht sehr angenehm. Also dieser Hitzefokus an dieser Stelle ist sehr hoch, ja. Und für empfindliche Personen kann das sehr schmerzhaft sein, wenn die nicht SM veranlagt sind. Ja, jetzt mal so aus Spaß jetzt mal gesagt, ne? Aber es ist hilfreich, ja. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass das was bringt, ne? Und das hilft jetzt nicht nur wie bei Insektenstichen, wie ihr sehen könnt. Da sind Mücken, Wespen, Bienen, Hornissen oder Bremsen etc. auch mit inbegriffen. Es waren im Lieferumfang in diesem Fall hier zwei Batterien, AA-Batterien mit dabei. Das heißt, sie sind austauschbar. Also von meiner Seite aus bis dato eine klare Empfehlung dafür. Ist besser, sich als da Tonnen Chemie irgendwie drauf zu klatschen auf die Haut, ja, um dann den Juckreiz zu verlieren. Klare Empfehlung von mir. Tolles Produkt, wichtig, denkt da dran, wieder alles zu desinfizieren, ne? Dass ihr dann da schaut, dass das alles sauber ist, ne? Dann geht ihr wieder her, zack, und schaut, dass ihr das hier alles wieder sauber macht für die nächste Anwendung. Und dann kannst du das Ding dann zur Seite legen. Ja, wenn ihr Kinder habt, die, sagen wir mal, unter 5 Jahren sind, da könnte es schmerzhaft für die kleinen Herrschaften sein, ne? Weil die sind dann da empfindlich. Ihr könnt das natürlich probieren, ob das bei denen hilft, ne? Aber ich würde sagen, das wäre schon sehr schmerzhaft für die, ne? Aber es hilft. Also es ist sehr hilfreich, der Juckreiz geht weg, ne? Und es bleiben natürlich dann als Vorteil keine Narben zurück, ne? Wenn ihr euch das wundkratzt etc. Von daher alles gut, ne? Ich wünsche euch schon einen schönen Tag. Oder Abend. Ciao.